Wir sind heute bei KME, einem unserer Partner im Forschungsprojekt ADEPT. In ADEPT verfolgen wir das Ziel, konventionelle und technische Aus- und Weiterbildungsprozesse mit Hilfe von Augmented Reality anzureichern und gleichzeitig die Kollaboration zwischen Auszubildenden mit Hilfe von KI zu verbessern. Wir sind jetzt in der Elektrowerkstatt und sehen drei Schüler, die lernen, eine Wechselschaltung zusammenzubauen. Dafür nutzen sie AR-Brillen. AR-Brillen haben im Vergleich zu Virtual Reality-Brillen transparente Displays und ermöglichen es, visuelle Inhalte kontextsensitiv in die reale Umgebung zu integrieren. Während des Lernprozesses können so digitale Erklärungen oder andere Inhalte an der Wechselschaltung platziert werden und in dem Lernprozess begleiten. Diese digitalen Erklärungen und Inhalte werden vorher an den Lernprozess angehängt durch eine Umgebung, die wir aktuell entwickeln. An meinem Forschungsbereich Smart Enterprise Engineering am DFKI in Niedersachsen erforschen wir im sprichwörtlichen Sinne mit künstlicher Intelligenz die Gestaltung des intelligenten Unternehmens von morgen. Während sich Virtual Reality eher im privaten Kontext, auch im spielerischen Umfeld durchgesetzt hat, spielt Augmented Reality eine sehr große Rolle im betrieblichen Umfeld. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass diese Technologien sich auch weiter durchsetzen werden. Es geht jedoch in der Zukunft nicht um eine einzelne Technologie, also die eine Brille, die Augmented Reality Technologie oder die eine KI-Technologie, sondern zukünftig werden stärker die Technologie in die Integration in den Vordergrund rücken und neue Geschäftsmodelle voranbringen. Robin blickt durch die AR-Brille auf die Wechselschaltung und muss eine Aufgabe lösen. Wir sehen hier, dass Robin bei der Verkabelung nicht weiterkommt. Wird während des Lernprozesses Unterstützung benötigt, kann über einen virtuellen Button eine Unterstützungsanfrage gesendet werden. Jedes Endgerät bzw. jeder Auszubildende wird durch einen Softwareagenten repräsentiert. Die Softwareagenten tauschen sich untereinander aus und der Softwareagent mit dem höchsten Nutzen zeigt die Unterstützungsanfrage auf der AR-Brille an. In unserem Fall hat Sina die Anfrage bekommen. Sie akzeptiert die Unterstützungsanfrage, um Robin zu helfen. Also wir haben früher mal mit mehreren anderen Osnabrücker Unternehmen einen Roboterwettbewerb gemacht und ich bin eigentlich immer jemand, der gerne so neue Sachen aufnimmt und die dann auch versucht, in die Ausbildung zu integrieren, weil ich glaube, das bringt immer frischen Wind, neue Anregungen, weil die Sache ist natürlich die, wir bilden aus, aber wir bilden natürlich nicht für die Vergangenheit aus, sondern für die Zukunft. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten, die alle ihre eigenen Aus- und Weiterbildungsprozesse in unsere ADEPT-Lernplattform einspielen können. Wir haben generische Elemente, wir haben didaktische Elemente, darunter Multiple-Choice-Aufgaben und Zuordnungsaufgaben. Wir haben aber auch instruktive Elemente wie Texte, Bilder oder dreidimensionale Pfeile und Markierungen. Die Partner kommen alle aus der Region. Das ist die Firma Kampmann, die BBS Osnabrück-Bringstraße, die BBS Melle. Und im didaktischen Bereich unterstützt uns das Forschungsinstitut für Bildung Digital aus Saarbrücken.